Hallo zusammen, hier ist wieder Hachela und heute bin ich wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich diesmal auf meinen Warry gelockt. Und zwar hat er eine spezielle Waffe, vielleicht erkennt der ein oder andere sie schon. Genau, ich habe mir die Legendary Waffe aus Amedrasil zusammengefarmt. Und dafür muss man auch das ein oder andere Goldstück am Ende ausgeben, um sich quasi das Ding zusammen zu craften. Vielleicht erstmal die Stats für die Leute, die es interessieren. Ich habe insgesamt 14 Mal den Endboss im LFR umgehauen, um dann zu merken, ja gut, die Dropchance für LFR-Kills bringt so gut wie gar nichts. Und dann habe ich angefangen, HC zu machen. Der React, der hat da zum Glück eine ID, die ich jede Woche benutzen durfte, also für Only Fyrak. Und habe das dann quasi im HC weitergefarmt. Und es hat jetzt 12 HC-Kills gedauert, um dann dementsprechend auch die Waffe zu kriegen, plus die 14 LFR-Kills, die ich vorher schon hatte, aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt da irgendwie mit zusammen addiert werden, von der Prozentchance. Auf jeden Fall war es eine längere Reise tatsächlich. Und ja, jetzt habe ich das schicke Ding. Insgesamt hat mich das jetzt zum Craften noch 100k gekostet. Ich kann es euch mal zeigen. Also, ich habe hier schon den ersten Posten aufgeführt. Also, die Leggy-Axt 100.000. Und es war wirklich ziemlich genau 100.000, die ich ausgegeben habe. Ich habe noch ein paar von den erweckten Frost, Erde und Gedönse hier über, die man quasi am Ende braucht, um das Ding fertig zu basteln. Heißt, ein bisschen was könnte ich jetzt wieder zurückholen, ne? Vielleicht 2.000, 3.000, wenn ich das wieder verkaufen würde. Aber so um die 100k, was geht. Wenn ich jetzt überlege, was Leute am Anfang gezahlt haben, als die Axt quasi reinkam, war das dann schon deutlich teurer. Das kommt mit ins Waste-Video, weil ich habe mir die Axt jetzt eigentlich nur für den T-Mog geholt, beziehungsweise für das Achievement, was damit einhergeht. Und ja, vielleicht benutze ich sie jetzt nur irgendwie. Ich muss mir ja noch das ein oder andere Set von der 4. Season Farm, die haben eigene IDs, also eventuell mache ich das dann mit dem Warry als CD, da muss ich mal gucken, vielleicht findet ihr da noch eine Verwendung, aber jetzt hauptsächlich tatsächlich hier für das T-Mog. Und auch, es waren einige Quests drin, ich glaube 18 Quests waren in der Questreihe und ich sammle ja auch ein paar Quests, deswegen hat sich das gleich doppelt rentiert. Juti, also das ist der erste Posten und jetzt gucken wir mal weiter zum nächsten. Als nächstes schauen wir uns ein ganz besonderes Item an und zwar ist das das letzte, was für hier in Classic noch fehlt bei den Dungeons. Das ist einmal die Gefechtskeule. Die ist jetzt ja schon immer für einen sehr hohen Betrag im Schnitt drin. Ihr seht hier 1,3 Millionen zeigt er mir ja an, beziehungsweise hier minimal Sofortkaufspreis 3,5 Millionen. Ich bin es jetzt schon über einen sehr langen Zeitraum am Abchecken. Über WoW Thing, beziehungsweise davor auch über eine andere Seite. Und ja, mittlerweile habe ich ja sonst nicht mehr großartig was offen, was jetzt nicht removed ist. Wir können jetzt mal reinschauen. Ich hatte ja jetzt hier quasi nur noch. Hatte jetzt nur noch hier die Gefechtskeule drin. Ne? Das ist das einzige Item, was ich ingame noch brauche. Und alle anderen Items sind jetzt insgesamt 66 mit der Gefechtskeule, sind ja removede Sachen. Und die meisten davon, die gibt es ja tatsächlich auch gar nicht mehr im Game. Wir können uns da mal auf WoW Thing das auch noch anschauen. Aktuell sind 14 Items drin, die ich noch kaufen kann. Und eine ist, wie gesagt, die Gefechtskeule. Ich habe die jetzt hier für 700k gefunden. Es gibt noch ein paar andere, eine für 900k. Und dann geht es halt hier deutlich nach oben. Bis jetzt war die nie unter 900k drin. Jetzt ist sie für 200k günstiger, für 700k drin. Hab das jetzt über Monate quasi verfolgt und ja, ich denke mal, wir kaufen das Ding jetzt, dann ist das weg und Classic ist einmal rum. Es schmerzt zwar ein bisschen, 700k ist schon einiges, aber fürs letzte Ingame-Item können wir mal ein bisschen mehr raushauen, hätte ich gesagt. Sudala, ich bin jetzt hier auf Ravenscrest, da habe ich das Gold schon rübergehandelt, 700.000, kaufen wir das Ding raus. Ich könnte es, denke ich, auch mit dem gleich lernen, aber wir lernen das mit Main, hätte ich gesagt. Ich will es aus dem All the Things verschwinden sehen, wisst ihr, was ich meine? Achso, ich muss ja noch aus dem Ding rausholen, aus dem Boschkasten, sonst wird das nix. Aus dem Boschkasten. So, okay, dann handeln wir rüber. Und, warte, ich ziehe mir das All of Things hier in die Mitte rein, dass ich das schön einmal verschwinden sehe. Also, wir lernen das Teil. Ah, wunderbar. Endlich ist Classic raus, ich sag's euch. Lang genug hat es gedauert. Juti, und dann tragen wir es auch noch ein in die Liste, beziehungsweise schmeißen es aus der anderen raus. Haben wir es also. Hier die Gefechtskeule, das können wir jetzt Zeile löschen. Zeile können wir eigentlich auch löschen. Löschen. Und jetzt sind es quasi wirklich nur noch removed Items, die ich brauche, ne?
Danach, also in-game gibt es jetzt kein einziges Item mehr, was droppen kann, das ich noch benötige. Also 700 Karma dafür gezahlt. Das waren jetzt relativ glatte Beträge, ne? Sind wir insgesamt bei 800 Karma. Mal gucken, was sich jetzt die Tage noch so finden lässt. Vielleicht kriege ich die Evoker Legendary Waffe ja auch fertig. Da muss man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was zahlen. Aber da habe ich erst, jetzt wo ich das aufnehme, 4 Kills. Mal gucken, ob das noch was wird, bevor das Addon rauskommt. Aber vielleicht kriegen wir das ein oder andere Item, was removed ist, ja noch für einen halbwegs günstigen Preis. So, Dola, jetzt habe ich gerade den Schnapper des Jahrtausends gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch gekriegt haben. Ich muss jetzt schnell machen, Leute, ne? Sonst ist das Ding weg. Okay, ja, ich habe es gekriegt. Sehr schön. Und zwar habe ich jetzt für 300 Gold hier blutrünstige Pyrium-Zierstulpen bekommen. Das ist ein removedes Item und die liegen im Normalfall bei einer 500.000 aufwärts. Die sind seit, ich glaube, Kataklysm raus. Und ich habe jetzt gerade gescannt, ne? Hier auf WoW Thing und hat gesehen, das Ding ist drin, alles stehen und liegen gelassen und Char hier auf dem Server erstellt und zum Glück auch gewonnen tatsächlich das Teil. Das muss ich jetzt rüber traden und dann können wir das auf irgendeinen Twink schicken und lernen. Das machen wir jetzt mal und dann tragen wir es auch einmal ein. Also 300 Gold, da kann ich echt nichts sagen, das war jetzt mega, mega günstig. So, jetzt habe ich das Item rübergeschickt auf mein Worry. Jetzt lernen wir das mal. Ah, ich habe den Sound hier nicht an. Aber wir haben es gelernt. War ohne Sound, aber besser als nichts. So, und jetzt tragen wir das noch in die Tabelle mit ein. Jetzt gucken wir mal. Also, da haben wir das Teil. Also gut, es waren jetzt 300 Gold. Jetzt müssen wir es halt aufrunden, ne? Auf 1, also 1000. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das hier mit in meiner Liste hatte. Schau mal an, das war sogar eins von den Teilen, das gar nie im Auktionshaus war und dementsprechend hatte ich es auch nicht in meiner Liste. Ja, trotzdem gut, dass wir das bekommen haben. Okay, dann schauen wir mal weiter. Sudala, als nächstes sind wir jetzt hier auf Draenor und zwar wollte ich hier ein Item kaufen. Wir haben nämlich einmal blutige Würmbalk oder blutiger Würmbalkgürtel und der kostet hier knappe 260.000, den kaufen wir jetzt einmal. Und das ist eins der wenigen Items, die mir noch fehlen aktuell. Alle anderen von diesen Cuttercraft-Items liegen bei 450.000. Das war jetzt mal ein bisschen günstigeres, in Anführungszeichen. Warte mal, das restliche Gold können wir auch nochmal rüberhandeln, weil den Char werde ich danach wieder löschen. Dass wir das nicht verfallen lassen. Sind zwar jetzt nur knappe 500 Gold, aber was man hat, das hat man. So, das können wir jetzt eigentlich mit dem Druid direkt lernen. Dann haben wir da wieder ein T-Mog mehr. Und wir tragen das Ganze in meine Liste mit ein. Also hier knappe 260.000. Und ich habe noch 10.000 für so Gandhi-Upgrades ausgegeben. Und noch ein bisschen was für Char-Verzauberung. Aber das kommt dann, glaube ich, in der nächsten Folge, weil ich da bin ich noch nicht ganz fertig. Das machen wir dann als Komplettpaket. Aber schon mal so als kleine Vorschau in Anführungszeichen. Jetzt für die Aufnahme sind wir durch. Insgesamt sind wir jetzt bei 1.071.000 Gold. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.